Philipper. Paulus schrieb im Gefängnis in Rom den Philipperbrief um 64 nach Christus. Thema: Christus ist unser Lebenswandel, unsere Kraft und unser Ziel. Von Paulus und Timotheus, Knechten Jesu Christi, an alle Heilige, inklusive Älteste und Diakone in Philippi. Es gibt nicht drei Gruppen von Heiligen mit verschiedenen Rangordnungen, wie es Ignatius lehrte, sondern nur eine Gruppe ohne Rangordnung. Denn es steht inklusive, nicht und. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Oft denke ich an euch. Dabei danke ich meinem Gott und bete mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für das Evangelium eingesetzt. Paulus und die Philipper hatten Gemeinschaft im Predigen des Evangeliums. Das heißt, dass sie nicht individualistisch, sondern korporativ predigten. Ich weiß, dass Gott sein gutes Werk in euch bis zum Tag Christi vollenden wird. Gott weiß, wie sehr ich mich in der herzlichen Liebe Jesu Christi nach euch allen sehne und bete, dass eure Liebe weise und mit klarem Blick überfließt, nicht blind wegen den Judaisten, die die Christen verfolgten. Paulus war taktvoll und sagte nicht direkt, es fehlt euch an Liebe, sondern möge eure Liebe überfließen, und zwar nicht töricht, sondern weise. Gott wirkt an einer Gemeinde, die keine Liebe zu haben scheint, damit sie tiefer gehen kann. Ich bete, dass ihr bis zum Tag Christi rein und tadellos bleibt und dass ihr mit der Frucht der Gerechtigkeit, die Christus Jesus gibt, zur Ehre Gottes erfüllt seid. Liebe Geschwister, alle wissen hier, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch sogar die kaiserliche Wache und viele Brüder sind durch meine Gefangenschaft ermutigt worden, das Wort Gottes furchtlos weiterzusagen. Opposition kann bewirken, dass wir herausgefordert werden, das Wort Gottes erst recht mutig zu predigen. Je mehr ein Wasserball voller Luft unter Wasser gedrückt wird, desto mehr springt er auf. Einige predigen zwar aus Neid, um mir alles noch schwerer zu machen, aber andere predigen mit einem reinen Motiv und aus Liebe zu mir. Was macht das schon? Hauptsache, es wird Christus gepredigt und darüber freue ich mich. Durch Gebet und die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi dient alles zu meiner Errettung. Christus wird durch meinen Leib groß gemacht, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben Gewinn. Christus zu leben ist viel schwieriger als Berge zu versetzen oder ein christliches Werk zu tun. Doch Christus stärkt uns, ihn zu leben. Zu sterben bedeutet, bei Christus zu sein, das ist weitaus besser. Doch zu leben bringt Frucht für Christus und dient eurem Fortschritt und eurer Freude im Glauben. Gewiss werdet ihr Christus Jesus für mich lobpreisen, wenn ich euch wieder besuche. Ob ich euch nun besuche oder von euch höre, ich möchte euch ermutigen, bleibt in einem Geist feststehen. Kämpft zusammen mit dem Glauben des Evangeliums. Der Glaube ist hier personifiziert, indem ihr eins in der Seele seid. Eins in der Seele zu sein, die gleiche Gesinnung zu haben, ist schwieriger als eins im Geist zu sein. Denn das erfordert die Umwandlung unserer Seele. Und erschreckt nicht vor den Angreifern. Wenn ihr furchtlos bleibt, zeigt ihr ihnen, dass sie verloren gehen, aber ihr errettet seid. Ihr habt nicht nur die Gnade erhalten, an Christus zu glauben, sondern auch die Gnade, wegen ihm zu leiden. Ihr kämpft denselben Kampf wie ich. Wenn ihr mich irgendwie in Christus ermutigen wollt, irgendeinen Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes und herzliches Erbarmen habt, dann macht ihr mir eine vollkommene Freude, wenn ihr dasselbe denkt.
Christus wollen wir als unser Zentrum. Dieselbe Liebe zueinander habt, in der Seele verbunden seid und nichts aufgrund von Ehrgeiz tut, sondern vielmehr bescheiden einander respektiert und euch umeinander kümmert. Seid gleichgesinnt wie Christus Jesus, der Gott war, der auf alles verzichtete, auch auf seine Stellung, hohen Titel und Rang, sich erniedrigte, zu einem menschlichen Knecht wurde und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Nicht unser Name, sondern sein Name ist erhöht worden. Satans Prinzip ist, sich selbst zu erhöhen. Doch derjenige, der anderen dient, ist ein Vorbild. Jedes Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wird sich beugen, und jede Zunge wird zur Ehre von Gott dem Vater bekennen, dass Christus Jesus der Herr ist. Meine Lieben, so wie ihr meinen Rat immer befolgt habt, als ich bei euch war, solltet ihr jetzt noch mehr eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern bewirken. Gott wirkt in euch das Wollen, und er ist in euch die Kraft, auszuführen, was ihm gefällt. Das Einzige, was wir noch zu tun brauchen, ist, im Geist zu sein, damit er das Wollen in uns bewirken kann und dem inneren Wirken Gottes gehorchen. Tut alles, ohne zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Gehorsam tötet Kritik und Einwände. So seid ihr tadellos in dieser verdorbenen Generation und reicht wie scheinende Sterne das Wort des Lebens dar. Am Tag Christi werde ich voller Freude sein, weil ich mich nicht vergeblich abgemüht habe. Wenn ich nun auch noch als Trankopfer über eurem Glauben ausgegossen werde, nebst seinen anderen Opfern, die Paulus darbrachte, freue ich mich. Ich bitte euch, freut euch mit mir zusammen. Paulus hatte Christus so sehr genossen, war so sehr mit ihm als dem himmlischen Wein erfüllt, dass er sich freute, als Trankopfer für Gott ausgegossen zu werden. Das Leben Christi in uns ist ein Leben, das sich gern opfert. Damit Trauben zu Wein werden können, müssen sie gepresst werden. Je mehr wir Christus trinken, desto mehr erkennen wir, dass wir ausgepresst werden müssen, um Gott und Menschen froh machen zu können. Weil Paulus seine Seele verleugnete und kein Selbstmitleid hatte, konnte er auch seinen Leib für den Herrn loslassen. Selbstmitleid ist Selbstsucht und macht unglücklich. Ich hoffe im Herrn, dass ich bald Timotheus zu euch schicken kann, um von euch zu hören und ermutigt zu werden. Kein anderer ist mir so gleichgesinnt wie er, denn er kümmert sich nicht nur um sich, sondern aufrichtig um euch und um Christus Jesus. Je mehr Gläubige den Herrn Jesus lieben, desto mehr wollen sie etwas für ihn tun. Daher kann es zu verschiedenen Meinungen und Lehrauffassungen kommen, sodass die Gleichgesinntheit beeinträchtigt ist. Dies kann zur Spaltung führen. Tipp: Sprecht im Gemeindeleben nicht über Diät, denn es gibt 100 verschiedene Meinungen, was wirkt, um schlank oder gesund zu werden. Früher oder später werden wir geprüft, ob wir mit denen, die mehr Erfahrung haben, gleichgesinnt sind. Erst wenn wir gleichgesinnt sind, können wir Christus korporativ erfahren. Aber ihr wisst ja selbst, wie gut sich Timotheus bewährt hat und mit mir zusammen dem Evangelium gedient hat. Er war für mich wie ein Sohn, der seinem Vater hilft. Sobald ich weiß, wie es hier weitergeht, schicke ich ihn und hoffe, euch bald selbst zu besuchen. Bis dahin schicke ich meinen Mitarbeiter und Mitkämpfer Epaphroditus zu euch zurück, den ihr mir zu meiner Unterstützung geschickt habt. Er sehnt sich sehr nach euch allen. Ihr habt ja gehört, wie krank er war und dem Tod nahe. Doch Gott war ihm und mir barmherzig. Ihr sollt ihn schnellstmöglich wiedersehen und euch über ihn freuen. So werde auch ich eine Sorge weniger haben.
Nehmt ihn im Herrn mit Freude in Empfang. Haltet solche in Ehren, die wegen Christus ihr Leben aufs Spiel setzen. Übrigens, liebe Geschwister, freut euch im Herrn und hütet euch vor den Hunden, den bösen Arbeitern der Zerschneidung. Paulus meinte mit Hunden die Judaisten. Paulus liebte seine Landsleute sehr. Deshalb fiel es ihm bestimmt nicht leicht, die Beschneidung verächtlich Zerschneidung zu nennen und seine Landsleute Hunde zu nennen. Der Hund ist ein unreines Tier. Er nannte sie Hunde, weil sie sich von Abfall ernährten anstatt von Christus. Paulus war früher ein, in Anführungs- und Schlusszeichen, Leithund gewesen, als er die Gemeinde verfolgt hatte. Denn wir sind die wahre Beschneidung, da wir durch Gottes Geist dienen. Wir dienen Gott und den Menschen wie Priester und Christus Jesus vertrauen, nicht unserem Fleisch. Früher hielt ich es für einen Gewinn, am achten Tag beschnitten und ein gebürtiger Benjaminiter zu sein, sowie zu den gesetzestreuen Pharisäern zu gehören. Paulus schätzte die jüdische Religion, griechische Philosophie und römische Kultur. Aber jetzt, seit ich Christus kenne, erscheint es mir wertlos wie Abfall. Wer den Wert einer Perle schätzt und erkennt, wird den Preis bezahlen. Genauso können wir erkennen, wie wertvoll Christus ist. Ich möchte nur noch in Christus Jesus angetroffen werden. Ich bin nicht mehr stolz auf meine eigene Gerechtigkeit, auf ethisches Verhalten, die aus dem Befolgen der Gebote kommt, sondern auf die Gerechtigkeit, die aus Gott und aufgrund des Glaubens ist. Hier ist eine Parallele zu Hiob zu sehen. Hiob war sehr gerecht, doch er verabscheute sich schließlich, weil er mit der Gerechtigkeit Gottes erfüllt sein wollte. Es gibt eine objektive Gerechtigkeit und eine subjektive Gerechtigkeit. Durch die objektive Gerechtigkeit sind wir vor Gott gerechtfertigt. Ein Bild dafür ist das beste Kleid, das der Vater dem verlorenen Sohn gab. Subjektive Gerechtigkeit bedeutet, Christus auszuleben. Das hat mit unserem Verhalten zu tun. Ein Bild dafür ist das fette Kalb, das der Vater für den verlorenen Sohn schlachtete. Das beste Kleid und das Kalb sind ein Bild auf Christus. Christus ist unsere objektive, also äußerlich und kleidende, und unsere subjektive, also innerlich erfüllende Gerechtigkeit. Ein weiteres Bild auf die subjektive Gerechtigkeit ist nebst dem Kalb das gestickte Kleid in Psalm 45, Vers 14. Christus wird täglich in uns hineingestickt, damit wir ihn leben können. Ich möchte ihn, seine Auferstehungskraft und die Gemeinschaft seiner Leiden kennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich zur Herausauferstehung von den Toten gelange. Das griechische Wort für Herausauferstehung ist ex anastasis. Das ist die bessere Auferstehung. Sie ist eine Belohnung für die Überwinder. Die bessere Auferstehung wird auch in Hebräer 11, Vers 35 erwähnt. Christi Auferstehungskraft stärkt uns in unserem Geist, so dass wir es ertragen können, für Jesus zu leiden und dem Herrn zu dienen für den Aufbau der Gemeinde. Seine Auferstehungskraft stärkt uns, dass wir uns wie Teig dem Tod Christi gleichformen lassen, das heißt das Selbst verleugnen bzw. das Kreuz nehmen. Erst wenn das Selbst am Kreuz ist bzw. wenn der Same zerbrochen ist, wird das Leben befreit. Sobald das göttliche Leben in uns befreit ist, genießen wir Christus als die Freiheit in unseren Umständen. Das ist, wie wenn wir ein Luftballon wären, der mit Helium gefüllt ist. Solch ein Luftballon überwindet jede Schwerkraft. Das göttliche Leben kann mit jeder Art von Umgebung umgehen. 20 Jahre war Bruder nie im Gefängnis. Dort machte er Christus groß und betete für uns. Da wir auf seinen Schultern stehen, sind wir seine Frucht.
Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin, doch seit Christus mich für sich gewonnen hat, jage ich Christus nach, um ihn zu gewinnen. Ich weiß, dass ich Christus noch mehr gewinnen kann. Daher will ich eines tun, nämlich vergessen, was hinter mir liegt und mich ausstrecken nach dem, was vorne liegt. Ich jage auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, zu dem mich Gott in Christus Jesus berufen hat. Der höchste Genuss ist, Christus als Belohnung im tausendjährigen Reich zu genießen. Damit wir Christus nachjagen können, brauchen wir einen starken Willen, der uns immer wieder in unseren Geist hineinbringt. Was hilft uns, im Geist zu leben? Sich im Herrn zu freuen, ihn anzurufen, zu beten, zu preisen, zu singen, zu danken, Gemeinschaft zu haben, beten, das Wort zu lesen, ihn zu lieben und zu anderen von unserer Liebe zu ihm zu sprechen. Falls wir während des Laufens stürzen, brauchen wir nicht an den Start zurückzugehen, sondern dürfen einfach aufstehen, die Krone zurechtrücken, weil wir ein Königskind sind, und weiterlaufen. Was immer wir jetzt schon erreicht haben, wichtig ist, dass wir nach demselben Leitbild handeln. Nehmt mich als Vorbild, Geschwister, und lernt auch von denen, die unserem Beispiel folgen. Es gibt viele, die Feinde des Kreuzes sind und verloren gehen. Ihr Bauch ist ihr Gott und sie denken nur an Irdisches. Die epikureische Philosophie predigt zügellosen Genuss von Speisen. Obwohl wir unseren Leib zu lieben haben, dürfen wir die Zügel nicht zu locker lassen und Materielles darf uns nicht gefangen nehmen. Hingegen haben wir unser Bürgerrecht in den Himmeln. Von hier aus warten wir sehnlichst auf unseren Retter Christus Jesus, der unseren Leib verklären wird mit der Kraft, die sich alles unterwirft. Steht fest im Herrn, meine lieben Geschwister, die ihr meine Freude und Krone seid. Innerlich waren sie seine Freude und äußerlich seine Krone. Euodia und Syntyche, ermutige ich, dasselbe zu denken im Herrn. Dasselbe Denken heißt, wie Christus zu denken. Es kam einige Male vor, dass Schwestern die Ursachen für eine Spaltung waren, weil sie nicht dasselbe dachten. Ich bitte dich, mein treuer Syzygus, das heißt in Griechisch Jochgenosse, den beiden zu helfen, denn sie haben mit mir, Clemens, das heißt in Griechisch der Milde, und anderen Mitarbeitern im Evangelium gekämpft. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Freut euch im Herrn alle Zeit und noch einmal, freut euch, denn sich zu freuen ist ein Schutz. Freude gibt uns Kraft, eins zu sein. Wer unzufrieden ist und kritisiert, kann sich nicht freuen. Seid gegenüber allen nachsichtig. Nachsichtig zu sein bedeutet, Rücksicht zu nehmen, nicht auf sein Recht zu pochen, nicht zu reklamieren und zu kritisieren, sowie Beleidigungen zu überhören. Denn der Herr ist nah und kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern bringt alles im Gebet mit Danksagung vor Gott. Dann wird sein Friede, der das Verständnis weit übersteigt, eure Herzen und Gedanken sicher in Christus Jesus bewahren. Wenn wir nachsichtig sind und in der Gemeinschaft mit Gott, wird Ruhe und Friede in uns hineinfließen. Sind wir in Christus, dann stört uns Negatives nicht. Wir machen uns keine Sorgen und beklagen uns nicht. Sorgen kommen von Satan. Hingegen wissen Spatzen, dass sich der Vater um sie kümmert und machen sich keine Sorgen. Von den Spatzen können wir lernen, sagte der Herr Jesus in Matthäus 10, Vers 29. Die Quelle der Gedanken ist unser Herz. Dort, wo unser Herz ist, da sind auch unsere Gedanken. Denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, anständig, gerecht, rein, liebenswert, tugendhaft und lobenswert ist und praktiziert, was ihr von mir gelernt, empfangen, gehört und gesehen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich im Herrn sehr darüber gefreut, dass ihr fürsorglich an mich gedacht habt.
Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Weil Paulus ein Mensch war, hatte er doch ein gewisses Empfinden der Unruhe. Deshalb sprach er von seinem Mangel. Dennoch wusste er damit umzugehen, weil er Christus vertraute. Dies entspricht Johannes 15, Vers 5. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Christus wohnt in uns und macht uns von innen her stark. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meiner schwierigen Situation Anteil genommen habt. Es ist wichtig, dass wir Materielles immer mit Freude und in Christus geben. Denn dann wird dem Leib Christi gedient und Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht. Ihr Philipper wart schon zu Beginn meines Dienstes, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde, die mich finanziell unterstützt hat. Sogar als ich in Thessalonich war, habt ihr mich hin und wieder unterstützt. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, habe ich nun Überfluss. Diese Gabe ist wie ein Opfer, dessen Duft Gott zufriedenstellt. Mein Gott, Paulus sagt, mein Gott, um zu betonen, dass er eins mit Gott ist. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit in Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Weil sie es für Gott getan hatten, stand nicht Paulus in ihrer Schuld, sondern Gott. Er wird sie überreich belohnen. Unserem Gott und Vater sei Ehre für ewig. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind, und alle Heiligen, besonders die, die im kaiserlichen Dienst sind. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.